In diesem Video schauen wir uns an, warum es gar keine gute Idee ist, im Firefox Passwörter zu speichern. Manche sind ja immer noch der Meinung, das wäre toll, aber ich möchte hier mal zeigen, warum es nicht toll ist. Zum Demonstrieren bin ich einfach mal auf die web.de-Seite gegangen, klicke hier auf Freemail und gebe hier jetzt eine Fantasie-E-Mail ein. Nenne die einfach usefully.web.de und hier gebe ich ein Passwort ein. Diesen Account gibt es noch nicht, aber das spielt erstmal keine Rolle. Hier werde ich nämlich gefragt, ob ich diese Zugangsdaten speichern will und ich klicke mal auf Speichern. So, wenn man jetzt mal bei jemand anders am Computer ist und möchte die Passwörter auslesen, geht das im Grunde relativ einfach. Dazu gehe ich auf die Einstellungen von Firefox, klicke hier auf Sicherheit und sehe dann gespeicherte Zugangsdaten. Jetzt habe ich hier mal einmal bei web.de und gmx mich eingeloggt und hier kann ich einfach auf Passwörter anzeigen klicken. Hier bestätige ich nochmal mit Ja. Und dann sehe ich, dass mein Passwort Testpasswort ist. Ja, also es ist so, wenn man bei jemand anders am Computer ist, einfach diese paar Klicks und schon kann man seine Passwörter sehen. Oder wenn jemand an seinem eigenen ist, da muss man gut aufpassen, was der tut. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Man kann es aber auch noch ganz anders machen, nämlich diese Passwörter werden in zwei Dateien gespeichert. Eigentlich in eine, aber in einer anderen ist der Schlüssel nebendran. Das zeige ich jetzt mal ganz schnell, wie das funktioniert. Dazu gehe ich hier im Firefox auf About Doppelpunkt Support, bestätige das mit Enter und dann kann ich mir den Profilordner anzeigen lassen. Und im Profilordner gibt es eine Datei key3.db und logins.json. Die interessieren uns ganz besonders. Dazu mache ich jetzt aber mal den Firefox erstmal zu. So. Fragt natürlich wieder. So. Ich habe mir jetzt nämlich eine separate Firefox-Instanz hier installiert, eine Firefox Portable. Den führe ich mal aus. Und hier mache ich das gleiche wie vorhin. Ich gehe einfach mal in die Einstellungen und wir schauen mal, ob da schon Passwörter gespeichert sind. Und hier ist nichts gespeichert. So, ich mache den Firefox nochmal zu. Und ich habe nämlich hier im Firefox Portable meinen Profilordner hier direkt liegen. Der müsste hier wahrscheinlich in Others oder sowas sein oder Data Profile, genau. Hier liegt er und da können wir mal gucken. Da gibt es auch eine Key3DB, aber es gibt diese Login-JSON nicht. So, diese Key3DB nenne ich mal um, dass die uns jetzt hier nicht weiter stört. Jetzt gehe ich in meinen anderen Profilordner aus dem Firefox, wo eben die Passwörter drin sind, kopiere mir diese zwei Dateien, die logins.json und die Key3DB, kopiere ich hier rein. Das war's schon. Mache jetzt nochmal den portablen Firefox auf. Und wieder das gleiche Spielchen, Einstellungen, Sicherheit, speicherte Zugangsdaten und jetzt sehe ich in meinem portablen Firefox, also nicht verwechseln, ist nicht der Firefox von vorhin, hier sehe ich jetzt die Zugangsdaten und kann mir auch hier die Passwörter genauso anzeigen lassen. Das heißt, man könnte zum Beispiel sich vorstellen, mit einer Linux Live CD mal in einen Computer reinzubooten, der vielleicht passwortgeschützt ist und sich diese zwei Dateien einfach zu mopsen und die kann ich dann in meine eigene Firefox Instanz kopieren und mir dann eben die Passwörter anzeigen lassen. Also dieses Vorgehen, Passwörter im Browser zu speichern, ist wirklich überhaupt nicht zu empfehlen. Da gibt es eigentlich nur eine Lösung für. Alle entfernen klicken und die Optionen hier ändern, nämlich Zugangsdaten für Websites speichern, den Haken rausnehmen, dann setzt man sich so einer Gefahr gar nicht erst aus.